willkommen zu unserem neuen Video. Wir sind von Wismar weitergezogen und befinden uns jetzt auf Rügen. Auf dem Wohnmobilstellplatz? Wohnmobiloase in Prora. Wir stellen euch den vor. Und zeigen euch, was wir so unternommen und erlebt haben. Viel Spaß dabei. So, nun gehen wir vom Wohnmobilstellplatz zum Baumwipfelpfad hier auf Rügen und den zeigen wir euch dann gleich. Hier ist nun der Eingang zum eigentlichen Wipfelpfad und wir sind hier im Einstiegsturm. Den muss man erst schon mal hier hochgehen in Spiralform, um auf die Höhe zu kommen, wo der eigentliche Wipfelpfad verläuft. Und gleich geht's weiter. Hier findet man die verschiedenen Zahlen, Daten und Fakten zum Wipfelpfad. So, nachdem wir den eigentlichen Aufstiegsturm erklommen haben, geht es jetzt zum eigentlichen Wipfelpfad. Auch nur dieser Turm hat schon eine beachtliche Höhe. Soll ich von da vorne filmen? Wer möchte, kann auch über den Abgrund laufen. Natürlich noch durch Netze gesichert, aber es ist schon ein etwas mulmiges Gefühl. So, wieder ein sicherer Boden und hier ist jetzt nur ein Tau. Okay. Und das mit einer Hand. Da ich in einer Hand die Kamera halte, ist es natürlich etwas schwierig. Aber von nichts kommt nichts. So. Und weiter geht's. Aber jetzt stelle ich erstmal die Kamera aus. Auch Imke gehört zu den Mutigen. Außerdem diese Balance-Parcours, wie hier zu sehen, muss man nicht lang gehen. Es gibt natürlich auch immer einen alternativen Weg, den man ganz ohne Angst und Schrecken entlang laufen kann. Aber Imke hat sich mal wieder für den schwierigen Weg entschieden. So. Und nun geht's weiter durch die Baumkronen hindurch auf den Baumwipfelpfad. Er hat außerdem eine Gesamtlänge von 1250 Metern. Ich denke mir mal, allein der große Turm, wenn man den bestiegen hat, dass man da schon einiges an Metern abgelaufen hat. Und immer wieder gibt es sozusagen so eine Art Station, wo man interessante Infos bekommt und auch vieles, was für die Kinder fertig gemacht worden ist. Wie zum Beispiel hier unten diese Schautafeln und hier oben für die Erwachsenen. So, und nun wollen wir den Aussichtsturm hier im Wipfelpfad erklimmen. Und wenn wir ganz oben angekommen sind, melden wir uns wieder. Nun befinden wir uns in einer Höhe von 40 Metern, wobei das über den Erdboden gemessen ist und nicht über den Meeresspiegel. Da soll es, meine ich gelesen zu haben, etwas über 80 Meter sein.
Man hat wirklich einen immens weiten Ausblick von hier oben. So, hier an der Infotafel findet man noch die Eintrittspreise. Also, wie ihr seht, Erwachsene zahlen 12 Euro, Kinder unter 6 Jahren haben freien Eintritt und die anderen Kinder müssen 9 Euro für ein Einzelticket bezahlen. Und geöffnet hat das jetzt im September von 9:30 Uhr morgens bis 19 Uhr. Es gibt auch geführte Wanderungen. So, hier auf dem Vorplatz vom Wohnmobilstellplatz kann man erstmal sein Wohnmobil abstellen, um sich dann an der Rezeption anzumelden. Wenn die Rezeption nicht besetzt ist, gibt es auch ein Bezahlautomat. Auch hier vorne an ist auch gleich die Müllentsorgung, wo man auch zum Beispiel sein Altglas in die Altglascontainer werfen kann. So, nun kommen wir zur geschotterten Auffahrt. Und hier kommt man dann zur Schranke, die sich nur öffnet, wenn man eine Karte vom Platz hat, und die erhält man halt an der Rezeption oder am Kassenautomaten. Also, der erste Weg führt einen hier zur Rezeption. Da wir es jetzt schon abends haben, hat die Rezeption allerdings geschlossen. Aber dafür gibt es dann hier die 24-Stunden-Kasse. So, der Automat ist eigentlich recht einfach zu bedienen. Sprache auswählen und dann kann man sich halt hier anmelden. Und dann führt der Automat einen auch durch das Menü. Nachher zum Bezahlen kann man das Ganze hier auch über EC-Karte zum Beispiel oder Visa. Und hier aus diesem Schlitz erhält man dann seine Karte vom Stellplatz, die man benötigt, um zum Beispiel durch die Schranke zu kommen oder auch eventuell in die Sanitärgebäude zu gelangen. Was man auch hier machen kann, ist ein Auto mieten ab 49 Euro, wahrscheinlich pro Tag. Und hier steht so ein kleiner Smart. Na gut, wir haben unsere E-Bikes dabei und radeln dann durch die Gegend. Auch hier draußen hängt dann die Preisliste. Ja, hier auf dieser Liste sieht man dann halt die ganzen Preise für die verschiedenen Stellplätze. Bei der Buchung am Kassenautomaten wird es nicht angezeigt, was man nachher zahlt. Auch wenn man sich über den Automaten angemeldet hat, sollte man sich noch in der Rezeption melden, da man ja auch noch Kurtaxe zahlen muss und man bekommt dann auch dort seine Kurgastkarte, mit der man zum Beispiel auch freie Busfahrten nutzen kann. Und hier in der Infotafel findet man dann auch die Busfahrpläne. Dann neben der Rezeption findet sich die sogenannte Waschbar. Und zwar kann man hier seine Wäsche waschen. Oder da hinten sein Geschirr. Neben dem Waschhaus befinden sich dann in Containern die sanitären Einrichtungen. Zum einen Duschen für die Frauen, dann kommen Toiletten für die Frauen, Duschen für die Männer und Männer-WC.
Also hier befinden wir uns jetzt in den Containern. Der Duschen. Und das sind einfach große Duschenräume. Alles sehr sauber. Gegenüber von den Sanitärcontainern gibt es auch noch einen kleinen Kinderspielplatz. Und hier sind dann die verschiedenen Plätze zu sehen. Es gibt sie in unterschiedlichen Größen. Und hier sind halt Rasenplätze. Es gibt aber auch gepflasterte Plätze. Wie ihr seht, gibt es natürlich auch Stromanschlüsse für jeden. Und der Strom wird alles über die Rezeption bzw. über die 24-Stunden-Kasse, den Automaten, abgerechnet. So, jetzt gehen wir mal weiter in den hinteren Bereich, da wo wir auch stehen. Also der Platz ist sehr schön gelegen. Ringsrum gibt es Bäume. Und auch den einen oder anderen kleinen Baum auf dem Platz. So, wie gesagt, es gibt halt auch befestigte Plätze, so wie unseren. Es gibt allerdings auch teilweise mit so komischen Metallplatten, wo sich Schrauben drauf befinden, hier solche Untergründe. Also da ist es nicht so gut zu stehen. Praktischerweise kann man es am besten so machen, dass man, wenn man vorne seinen Wagen abgestellt hat, vielleicht einfach erstmal über den Platz geht, um sich einen Stellplatz auszugucken. Und dann kann man später am Automaten halt sehen oder in der Rezeption fragen, ob dieser auch noch frei verfügbar ist. Nun kommen wir zur Entsorgungsstation. Ist auch recht großzügig angelegt. So wie es aussieht, können halt hier auch zwei Mobile gleichzeitig ihr Grauwasser entsorgen. Einmal auf dieser Seite und ein Schwenk noch einmal auf der anderen Seite. Und hier findet man dann auch alles, um sein Chemieklo zu entleeren und zu spülen. Und hier bekommt man sein Frischwasser. Hier ist dann noch einmal ein zweiter Terminal sozusagen zur Entleerung der Chemietoilette. Neben den Sanitärcontainern, die sich neben der Rezeption befinden, gibt es auch noch ein Sanitärgebäude mit Duschen und WCs. So, einmal ein Blick hier in die Dusche. Hier gibt es halt auch eine Bank. Und hier befindet sich dann die Dusche. Es ist schöner wie in den Sanitärcontainern, wo man halt keinen Vorraum hat vor der eigentlichen Duschwanne.
Hier einmal ein Blick in die Herrentoiletten mit den Pissoirs. Und soweit alles sehr sauber. Nun sind wir hier im Prora. Dies ist ursprünglich während der NS-Zeit gebaut worden, mal als eine Ferienanlage, die für zigtausende Menschen Platz bieten sollte. Später zur DDR-Zeit wurde es als Kaserne genutzt. Und jetzt sind einige der Gebäude verfallen, während, wie man hier hinter der Mauer sieht, andere Gebäude bereits renoviert worden sind und genutzt werden. So, und hier sind wir jetzt auf der Rückseite, also nicht auf der Strandseite, von einem Teil der Prora-Anlage, sage ich mal, die halt schon restauriert, renoviert wurde und wieder, ich denke mal, als Wohnung genutzt werden. Hier befinden wir uns nun auf dem Kurplatz in Binz mit dem Kurhaus, der Promenade und einer Konzertmuschel, sage ich jetzt mal dazu, oder dort, wo halt Kurkonzerte stattfinden. Und dort ist auch dann schon die Seebrücke zu sehen, auf die wir auch gleich noch raufgehen wollen. So, wir befinden uns jetzt auf der Seebrücke. Wir sind jetzt nicht bis zum Ende durchgegangen, da ist dort. Und einmal ein Schwenk herüber. Und man sieht wieder das Kurhaus und die Promenade. So, und nun sind wir in Richtung Festwiese Binz gelaufen und hier gibt es ein Sandskulpturenfestival, was wir uns anschauen wollen. So, und heute gibt es mal wieder was Leckeres aus dem Backofen zum Abendessen. Mmh, lecker. So, jetzt sind wir wieder mal mit unseren E-Bikes unterwegs. Wie ihr seht, jetzt geht es mitten durch den Wald. Wir sind von Prora nach Binz geradelt. Und jetzt sind wir von Binz auf den Weg nach Selin. So, die Strecke nach Selin führt uns weiterhin immer noch durch den schönen Wald. Was allerdings weniger schön ist, sind die Wege. Sie bestehen entweder aus grobem Schotter, also mit relativ großen Steinen, oder es handelt sich eher um Panzerstraßen aus Betonplatten mit zum Teil ordentlichen Löchern und Absätzen. Also unsere Fahrräder werden schon ordentlich in Mitleidenschaft gezogen, aber sie halten noch durch. Nun sind wir in Selin angekommen
und befinden uns am Strand mit seiner berühmten Seebrücke. So, auf den Rückweg von Selin nach Binz sind wir eine andere Route gefahren mit unseren Rädern und haben noch einen Abstecher zum Jagdschloss Granitz gemacht. Die Fahrradwege auf dieser Ausweichroute sind außerdem wesentlich besser. So, das waren unsere Tage auf Rügen in Binz. Wir hatten ja wirklich super tolles Wetter für Ende September und haben richtig in der Sonne geschmort. Der Platz war schön. Und was wir noch gar nicht erwähnt haben, es gibt dort auf dem Stellplatz auch ein Restaurant. Holla die Waldfee heißt es, was auch sehr schön und urig eingerichtet ist. Und man kann zu vernünftigen Preisen dort essen und trinken. Die festen Duschen sind zwar in der Jahre gekommen, aber am letzten Tag wurden sie gesperrt und sie werden renoviert. Aber man hat trotzdem noch die Möglichkeit zu duschen, da es halt auch Container gibt mit Duschen und WCs, die aufgestellt worden sind. Wir haben viel unternommen. Und es empfiehlt sich wirklich, ein Fahrrad zu haben, um wirklich mehr zu sehen. Natürlich hätten wir noch viel mehr unternehmen können. Es gibt wirklich viele Sachen zum Anschauen dort, verschiedene Museen wie im Oldtimer-Museum oder von Galileo gibt es ein Wissenscenter oder wie sich das schimpft. Aber dafür war einfach die Zeit zu kurz. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Und freuen uns wie immer über einen Daumen nach oben. Ein Abo. Und aktiviert die Glocke, um kein Video zu verpassen von uns. So, unsere Fahrt geht weiter. Wir stehen nämlich jetzt schon in Waren an der Müritz. Aber dazu seht ihr mehr in unserem nächsten Video. Wir sagen erstmal Tschüss. Bis dahin. Eure Imke. Und Andreas. Tschüss. Tschüss.